Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Massive Andromeda. Wir machen weiter, wir sind immer noch hier unterwegs und ja. Und müssen wir noch jemanden finden. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja. Hey, Drac. Ja? Sterben Sie nicht so bald, okay? Guten Tag. Das ist ein neuer Satz. Das ist das neue Ich mag dich, oder wie? Ah, tu mir dann Gefallen und stirb nicht. Ich dachte, es wäre die Perifauna. Eis- oder Mineralvorkommen können zu falsch positiven Ergebnissen führen. Das tatsächliche Signal muss allerdings relativ nah sein. Wow. Laut meiner Karte. Temperaturen unter dem Normalwert. Da registrierst du richtig. Ein falsches Signal. Das können wir abhaken. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel totes Zeug mit sich rumschleppte. Doch haben sie. Nur nicht tot auf der Außenseite. Ja. Okay, jetzt einmal da runterrasen. Oh Gott. Und das ist bestimmt das Letzte, oder? Wette ich drauf, Leute. Es ist immer das Letzte. Ah, da ist so eine Höhle, aber ich glaube nicht, dass die wir uns da nicht hinführen. Weil die Quest ist ja... Temperatur liegt im normalen Bereich. Warte mal. Wir machen die gleich weiter. Nee, wir laufen nicht in die Richtung. Oder kommt das noch? Ich glaube aber nicht. Nee, ah, hier ist die...
Wow, jetzt sind sie mir angezeigt. Warum wird mir. Ja. Okay, die Höhle wird mir angezeigt. Yay, wir können die also machen. Nice. Dann machen, holen wir das gleich auch noch und dann ist gut, dann haben wir es. Wir wollten nämlich ganz gerne und es geht heute wieder abschließen. Also ich glaube, wir werden sowieso nicht nochmal herkommen, aber. Ja. Aber bei leichten bei leichten Hügeln schon, ne? Kommt der nicht mehr voran. Wie ist das, wenn man ein ganzes Jahrtausend lang lebt, Drac? Wollen Sie einen Rat? Machen Sie sich unterwegs Notizen. Sonst verlieren Sie irgendwann den Überblick. Hm. Oh, na, ist da beschlagen von innen. Gibt hier denn keinen Enteiser? Ach nein! Oh nein, das ist oben, das kann ich doch nicht machen. Scheiße. Das Signal der Periphona noch immer. Ich schätze, sie ist wohl gelandet. Vielleicht haben sie ja eine Pinkelpause eingelegt. Okay, wow. Nur für diesen Kommentar muss ich so komisch fahren. Ah, geil. So, weiter geht's. Nächstes Ding. Es sieht gut aus, oder? Was? Der Kampf gegen die Cat. Wir haben die Salarianische Arche gerettet. Dem Archon ein blaues Auge verpasst. Zumindest im übertragenen Sinn. Wir haben Meridian im Visier. Vielleicht sind wir dabei zu gewinnen. Das nennen Sie gewinnen? Sind schon Asari bei den Aufgestiegenen? Ich bin eine Idiotin. Tut mir leid, Drac. Hab's vergessen. Schon okay. Was? Lol. Ich wette, da drin sind Cat. Noch ein falsches Signal. Aber wir kommen unserem Ziel näher. Da bin ich mir sicher. Ja. Total. Gut, das letzte. Und dann hoffen wir, dass wir dann das richtige Signal haben. Wir haben Ziele. Ja, alles gut. Das ist der Ursprung des Signals der Periphona.
Das sind ganz schön viele Trümmer. Und es sind Cat vor Ort. Schalten wir sie aus. Verdammte Viecher. Ja, Cat und natürlich diese Hunde, diese blöden Mistdinger. Das ist die Perifona. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Cora sollte das sehen. Definitiv Cat-Beschuss. Sieht aus, als wären sie auf der Flucht abgestürzt. Das hier war nicht einfach nur ein Absturz. Die Cat haben das Schiff pulverisiert. Es gibt keine Überlebenden. Ohne die Crew haben wir unsere beste Spur zur Arche der Asari verloren. Aber das hier ergibt keinen Sinn. Wenn sie Asari für den Aufstieg wollen, warum nehmen sie die Crew dann nicht gefangen? Es wirkt fast so, als hätten sie die Perifona als Bedrohung gesehen. Dabei ist sie einem Cat-Kreuzer doch niemals gewachsen. Ryder, Cora, hier ist ein Flugschreiber. Er hat einiges abbekommen, aber vielleicht können wir ihn ja... Letzte Aufzeichnung. Wenn die Arche das hier je finden sollte... Wir haben versagt. Wir konnten sie nicht abziehen. Die Datenkopie ist verloren. Die Dezimierung ist zu gerissen. Vergeben Sie uns. Wir haben versucht. Die Dezimierung? Vielleicht sind das ja diese Elitejäger der Cat, von denen Hidaria gesprochen hat. Können wir diese Info oder den Flugschreiber nutzen, um die Arche zu finden? Wenn die Navigationsdaten noch intakt sind, könnten wir die Flugroute der Perifona zurückverfolgen. Ich kann Ihnen dabei behilflich sein. Ich mache mich an die Arbeit. Wir sehen uns auf der Tempest. Okay. Ja gut, das war ja nun wirklich, ja... relativ easy noch. Affen in Weltall. Ich glaube, ich krieg einen Affen. Ha. Nee, ja, mal gucken, ob die Quest jetzt geht. Wäre ganz cool. Muss ich bei der nächsten Folge nochmal gucken. Wenn die jetzt auch nicht gehen sollte, dann wäre doof. Ich registriere Temperaturen unter dem normalen Wert. Okay. Warum die Pistole, Bibi? Warum nicht etwas mit mir? Genau. Ich bleibe gerne leicht und wendig. Aber sie haben Biotik. Sie können mich leicht und wendig machen. Sie sind schon so gefährlich genug, alter Mann. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Nuju, wir haben es geschafft. Gut, dann hatten wir heute die Volt geschafft. Erstmal. Ja, Temperatur sinkt gefühlt immer. Bereich. Ah, da ist es. Muss ich noch durchkämpfen.
So. Drück mal immer dann nachladen, wenn es gerade nicht passt. Fühlt immer so. Man muss dann nachladen, wenn der Feind vor einem steht. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ja, ja. Okay, können wir durch. Naja, ob das immer ist, für dich ist auch immer irgendwie alles ein Spaß, ne? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Pathfinder. Meinen Scans zufolge könnte es sich lohnen, diesen Ort nach angaranischen Artefakten zu durchsuchen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Das scheint angaranisch zu sein. Aber ich finde keine Daten darauf. Vielleicht weiß Abela mehr darüber. Ab in den Frachtraum damit. Ja. Ich würde sagen, wir haben's. Gut, dann müssen wir jetzt nach Aya, ne? Zu Avela, Avela ist ein A auf Aya, ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall müssen wir nochmal zu Nexus. Da müssen wir auch nochmal hin. Also auf den Nexus. Stabil. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Schön. Das freut mich unheimlich. Ist immer am Rande der Pflicht. Ja. Vergessene Geschichte. Ja, erstmal will ich das zu Ende machen. Genau. Gut, Aya scheinen wir aber auch dann fertig zu sein. Na siehst du, dann haben wir das auch schon. Dann müssen wir auf den Nexus mal gucken. Ich glaube, wenn der Nexus dann durch ist, dann haben wir auch, glaube ich, irgendwann alles. Aber E-Mails gucken wir uns dann auch mal andermal durch. Ich glaube, so langsam sind wir auf dem Punkt angekommen, wo wir auch wirklich alle Quests wenigstens freigeschaltet. Also, Eladan wird noch was haben, aber ich glaube, danach ist auch gut. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwelche. Ne, hier haben wir auch keine Quests mehr. Genau. Deswegen, also, wir haben so langsam alle Quests, soweit freigeschaltet und müssen die jetzt noch sozusagen abschließen, wo wir auch schon relativ weit sind. Und ich jetzt nur schon, dass wir über die 100 noch kommen, aber locker nicht die 200, oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Pavor, ich bin froh, dass Sie endlich in die Stadt dürfen. Sie haben es sich verdient. Das hier ist Ayas Kulturmuseum und Geschichtsarchiv. Das ist zwar nur klein, aber Sie haben ihm bereits zu mehr Glanz verholfen. Als Bewohnerin von Aya ist es ihre Pflicht, Neuankömmlinge herumzuführen. Aha. Ist das ein Brauch bei den Menschen?
Absolut. Ein sehr wichtiger sogar. Dann wird Paran mit Sicherheit gerne eine Führung für Sie machen. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Hä? Hallo Pathfinder, haben Sie gute Nachrichten für mich? Jetzt. Ich habe diese Figur gefunden. Sie könnte angaranisch sein. Das kenne ich nicht. Es erinnert an einen Angara, aber er sieht sehr seltsam aus. Die Figur ist mehrere Jahrhunderte alt. Ist das eine künstlerische Interpretation oder haben wir wirklich so ausgesehen? Das könnte bedeuten, Pathfinder, Sie haben möglicherweise unser bislang ältestes Artefakt entdeckt. Könnte es ein Artefakt aus einer anderen Kultur sein? Machart und Material passen zu anderen angaranischen Artefakten. Und sie haben es auf einer unserer Welten gefunden. Aber vielleicht stellt die Figur keinen Angara dar. Es könnte auch eine Art Gottheit sein. Ist das hier angaranisch? Ich habe es auf einer ihrer Heimatwelten gefunden. Bei der Sonne, das ist ein altes Rivan. Ein Musikinstrument. Es benutzt die Energie im Körper eines Angara, um Musik zu machen. Es gibt sie heute noch, aber sie sind nicht so schön. Die Lieder, die damit gespielt wurden, sind vermutlich längst verschollen. Wie viel Kultur haben wir vergessen? Kunst, Musik, Geschichten, alles weg. Dank Ihnen wird nicht alles verschwinden. Ja, ich kann ziemlich entschlossen sein. Das bewundere ich. Was sagen Sie jetzt? Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Hallo Pathfinder, haben Sie gute Nachrichten für mich? Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Ja, ja, gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal können wir mit ihr was trinken. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich speichere jetzt und dann, es ist für mich auch an der Zeit. Haut rein. Bis dann. Tschüss, euer Pirates. Ciao.